dann mit einem lauten Klopfen und Öffnen der Tür und einem überenthusiastischen Abenteuer, Hasswolf, kommt Diamantis mit den drei Krügen an seiner Kilde gestoppelt. Abenteuer und so, Mann. Abenteuer. Hier, nimmt. Ich habe dieses Zeug noch kein einziges Mal getrunken, muss ich gestehen, aber hier, Torvala scheint ja außerordentlich viel drauf zu geben. Aus der Heimat, Hasswolf. Bremer Feuer, ja. Bremer Feuer, ei. Auf die Heimat. Auf deine und auf die von Kapok und auf dass wir sie wiedersehen. Auf unsere Heimat. Und auf das, was hinter uns liegt, das, was wir durchmachen. Und dass das, was vor uns liegt, hoffentlich ebenfalls so leicht, ne? Bestreiten ist das, was hinter uns liegt. Auf die Zukunft. Ja, Mann. Derweil bei Abelmir und dem zurückbleibenden Serpentilio. Nun, wollt ihr mir Gesellschaft leisten? Nun, es kann wohl nicht schaden, nicht wahr, Kapitän? Nehmt ihr auch einen Schluck? Sicher doch. Dann bekommt man schon mal die Gelegenheit. Wo sagtet ihr, war der Herr? Ja, aus Aranien. Ein Geschenk meiner Verlobten. Ich würde mal so eine ganz alte Flasche, ein bisschen verstaubt, aus dem beschüppten Regal holen, sie öffnen und in sein Kristallgefäß einfüllen. Und nun, dieser Wein muss noch etwas atmen. Es braucht noch ein wenig. Ich würde dann zwei Kristallgläser rausholen und eins für mich hinstellen, eins für Serpentilio. Es dauert doch ein wenig. Der Wein muss dekantieren. Nun, was denkt Ihr, Kapitän, über eure neuen Zweckverbündeten? Nun, ich halte ihn nicht für vertrauenswürdig, aber nun ja, wir können uns nicht aussuchen, wem wir Vertrauen schenken auf dieser Reise. Ich werfe einen komischen Blick zu Serpentilio. Nun, ich denke nur, uns würde niemand nachsehen, wenn wir das Chaos der ganzen Sache nutzen und stattdessen in der Stadt aus der Tiefe den Todesstoß versetzen. Nun, ich denke, das wird nicht so einfach möglich sein. Begnügen wir uns zuerst einmal mit den Möglichkeiten, die uns geboten sind. Jede Arche weniger ist eine gute Arche. Gewiss doch. Ja, ich würde dann überhaupt nach Viertelstunde mit diesen Wein jetzt einschenken in die beiden Gläsern und erstmal dran schnüffeln. Ist ja nicht vollmundig. Der Mentilio hält inne, weil er schon einen halben Zug genommen hat. Ich muss gestehen, horasische Weine waren nie exakt mein Steckenpferd. Es ist ein aranischer Wein. Raschelswaller. Ich dachte, ihr sagtet, er sei von eurer Verlobten? Sie kommt ursprünglich aus Aranien, aus Barbarin. Ah. Man kann doch genau riechen, aus welcher Erde sie kommt, dieser Wein. Ich schnupper weiter und lasse sie so ein bisschen kreisen. Oder sie, ja. Nun, man kann nicht von der Hand weisen, dass er tatsächlich schmackhaft ist. Nennen wir es so. Ach, ihr müsst doch viel lernen über Wein. Nun ja. Und verzeiht mir, wenn ich anderes Wissen priorisiere. Natürlich, aber ein guter Wein entschädigt einen für vieles. Nun, wenn wir diese Reise überleben sollten. Mittlerweile könnt ihr ein stetes, erst leise angefangenes Hämmern, was mittlerweile etwas lauter geworden ist, hören. Erst habt ihr vermutet, dass es von draußen kommt, von den Handwerkern, aber mittlerweile, wo der Wein dekantiert ist, seid ihr euch wohl sehr sicher, dass es aus dem Zimmer von Zulamin kommt. Ich ignoriere es als gebildeter und wohlerzogener Mensch, ignoriert diese Geräusche. Und nun, wenn wir diese Reise überleben wollen, sollten,
sollten wir uns überlegen, auf welcher Basis wir nun ja weiterarbeiten. So wie ich bis jetzt von meiner Arbeit mitbekommen habe, Kapitän, habt ihr ja Feind genug, als dass wir das uns aussuchen können. Nun, vielleicht sollte ich euch ein wenig mehr Vertrauen schenken. Ihr habt euch bewiesen im Kampf um dieses Schiff. Das kann ich nicht von jedem sagen. Der Ventidio schaut, als hättest du ihm keinen Wein eingeschenkt, sondern reinen Essig. Nennen wir es so. Ich muss gestehen, diese ganze Kämpferei, wenn ihr es denn so nennen wollt, kommt mir gar nicht gut zu Magen. Nun gut, ihr seid aber geblieben, ihr hättet doch fliehen können. Ja, selbstverständlich. Was ich nur meinte ist, unsere Kunst muss mit Bedacht und Vorbereitung ausgeführt werden. Und es zügig tun zu müssen unter Druck und Lebensgefahr ist ein Weg, der uns früher oder später Leid bereiten wird. Nun, manchmal können wir uns die Umstände nicht aussuchen. Das ist unser Metier. Das ist unser Geschäft. Kapitän, hätte ich doch nur so viel Zeit, wie ich bräuchte oder wollte. Nun ja, dann hätten die Gegner ebenso viel Zeit und das ist manchmal nicht gut. So kann man es natürlich auch sehen. Was sind eure Pläne? Sollten wir überleben? Nun, zuerst einmal müssen wir nach Kunchum zurückkehren. Sollten wir überleben, gibt es dann auch dieses Problem der Pforte auf Marskern. Dies müssen wir unverzüglich lösen. Solange wir nicht nach Bunin reisen wollen, um einen ausgewiesenen Sphärologen zu kontaktieren, bin ich mir nicht sicher, wo wir das nötige Wissen hernehmen sollten. Nein, ich denke nicht. In Kunchum ist man Experte für Kraftlinien und nun ja, solche Sachen. Oh, ich weiß, ihr wart einmal in der grauen Gilde, aber ihr wollt diesen Stümpern wirklich irgendetwas anvertrauen, was größer ist als ein Türknauf? Nun, diese Stümper, wie ihr sie nennt, haben immerhin die Rekonstruktion des Bastabonsband geschaffen. Wenn ihr es eine Rekonstruktion nennen wollt und nicht ein schlecht abgemaltes Gemäldes. Nun, vorher wussten wir gar nichts von Kraftlinien. Das sollt ihr bedenken. Sie sind keineswegs Stümper, wie ihr sie nennt. Sie sind Experten auf ihrem Gebiet. Auf ihrem Gebiet, Kapitän, das ist das Wichtige. Ich möchte nicht von der Hand weisen, dass sie sehr begnadete Fortschritte gemacht haben auf der Objektmagie. Aber die Objektmagie ist nun mal nur eine Taschenspielerei, mit der man sich begnügt. Nun, ich denke, das ist nur, was nach außen drängt. Es gibt sehr große Kenntnis in der Kraftlinienmagie und diese sollten wir uns zunutze machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Spektabilität, nun ja, sich dieses Wissen nicht kostbar bezahlen lässt. Nun, Kapitän, ich denke, dass dieser Ansatz uns nicht auf einen fruchtbaren Zweig bringen wird. Aber wenn ihr sagt, dass wir sowieso Kunchaman laufen müssen, warum nicht? Wir können uns zumindest anhören, was man dort zu sagen hat. Und wie gesagt, ich habe noch ein Präsent für euch, falls wir dieses hier gemeinsam überleben. Aber dazu später mehr. Macht euch keine Gedanken. Konzentriert euch aufs Überleben. Jeden Tag, Kapitän. Wie jeden Tag. Nun, was das angeht, wenn ihr mich entschuldigen würdet, natürlich. Packe noch ein, zwei Sachen zusammen und werde im Vorbeigehen noch einmal sehen, dass alles am rechten Ort ist. Okay, die Zeit vergeht. Stunde um Stunde. Abelmir versucht krampfhaft das Gehämmer, was wohl vom Bett her zu kommen scheint, zu unterdrücken. Als ob der Holzbalken immer wieder gegen den Rest des Schiffes schlägt. Und das Stöhnen von sowohl Rafim als auch von Zulamin wird lauter und lauter. Kein Respekt vor anderer Leute Schlaf. Oder Arbeit in meinem Fall. Ja, was willst du denn unten tun in deiner Alchemistenstube? Letzte Vorbereitung vor den Niederölden.
Ja, der Bentito wird halt alles zusammenpacken. Ich nehme an, es war irgendwo ein kleines Holzkistchen vielleicht, in dem man einige Tränke aufbewahren kann, in Stroh und Tuch eingepackt, damit sie nicht gar so sehr geschüttelt werden. Und sich dann noch 10 Minuten nehmen, um zu der Metallskette mit einem Applikator zu verzaubern. Ein Applikator, einen Zauber auf ein Objekt sprechen. Was tust du da rein? Genau, er speichert einen Acceleratus ein. Den haben wir schon ausgewürfelt, der hat dann 6 ZFB-Sterne über. Aktivierung und wird durch? Aktivierung durch gleichzeitige Berührung und Ausspruch eines Schlüsselwortes. Das sie kennt. Das sie kennt. Das Losungswort ist dasselbe wie beim letzten Mal. Okay, gut. Noch irgendwas, was du tust in den nächsten, sagen wir 4 Stunden, sagen wir bis 24 Uhr, habt ihr Zeit? Ich denke, Serpentilio wird anfangen, nochmal das nächste Gebräu vorzubereiten. Er wird irgendwie Finage abpflücken von ihrem Strauch und eine Raune in kleine Scheiben schneiden und auskochen, wenn dann der Ruf kommt, dass es schon losgeht und er zähneknirschend und leise fluchend das ganze Zeug stehen lässt. Ja, das heißt, du brichst dann deine nächste Brauprobe ab. Genau. Gut. Aber mir hast du noch irgendwas vor, bevor ihr demnächst aufgesucht werden könntet? Ich würde nur einen Astraltrank und einen Heiltrank Qualität E einpacken in einem stabilen Metallröhrchen, was man mit Wachs verschließen kann. Und meine allgemeine Ausrüstung anlegen und mich dann probieren, meinen Geist und Körper zu beruhigen, indem ich eine leichte Meditationspose einnehme. Mich entspannen dabei, meinen Geist leeren und alles andere auszublenden. Gut, wie lange dauert eine Meditation? Nee, ist jetzt bloß AFK, also so eine Fluff-Meditation. Alles klar. Ja, gut, kannst du dann auch so machen. Und so vergeht die Zeit. Nach dem letzten Glasen des Tages wirst du dann irgendwann hören, wie einer der Dukatengardisten bei dir anklopft. Langsam die Augen öffnen, herein. Captain, wir wollten eigentlich vorher schon Meldung machen. Da kommt irgendwas auf uns zu, beziehungsweise es ist jetzt hier. Steht vor unserem Steg. Eine Frau, die begleitet wird von Scheißefienkäfern. Ach, nun gut. Ich würde mich dann mal so langsam tranceartig aus meinem Stuhl begeben. Soll ich sie jetzt reinlassen oder was? Ich komme mit euch. Okay. Ich würde den begleiten an Deck. Ja, wenn du ans Deck trittst und auch dir das Unwasser entgegenschwappt, es ist dunkel geworden, du kannst noch die unheiligen Lichter erkennen, die vor allem auf den Hörnern noch montiert worden sind, aber auch von zahlreichen anderen Schiffen geisterhaft einhergehen. Selbstverständlich der Uchuchu-Tempel, der dann auch in ein blassgrünliches Leuchten gehüllt ist und alles ist so indirekt. Auch einige Käfer, die wohl angefangen haben zu glühen und zu glimmen. Da kannst du aber vor dir auf dem Steg erkennen, wie dort eine kleine Frau steht. Unglaublich hager, schwarze Haare und schwarze, ölige, triefende Augen. Die eingehüllt ist, ist so etwas wie ein Umhang oder ein Teppich aus Käfern, die überall um ihre Füße herum wuseln und wimmeln. Sie sind besonders groß und so steht sie dort wartend in einer leicht gebückten Haltung. Kann ich ihre Herkunft abschätzen? Kommt sie aus den Ptolemidenlanden? Also sie sieht sehr bleich aus. Sie hat Haut wie dünnes Pergament, was sich über ihre Knochen spannt. Und wenn du ihre Haut betrachtest, sie ist wohl bleich, also nicht wirklich ptolemidisch. Oder vielleicht war sie mal ptolemidisch, aber ihre Haut ist sehr eingefallen. Und viele Tätowierungen, die dort in Schwarz auch klaffen und... ja, es sieht fast aus wie Wurzelzeichen, die sie sich tätowiert hat. Ah, ihr seid also die Archen Mutter? Ihr kommt von oben. Ihr strebt in die Tiefe. Dies trägt seinen Preis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vollständig verstanden habe. Dies ist die Mutter der Käfer. Ah, okay. Nun dann, wie soll ich euch ansprechen? Käfermutter? Dies ist
die Mutter der Käfer. Ja, gut, Käfermutter, nun komm doch an Bord. Sie tritt über die Planken nach oben, nachdem die Dukatengardisten widerwillig murrend beiseite getreten sind, und ihr folgt der Schwarm, der immer über ihre Kleidung wuselt. Du bist ja nicht mal sicher, ob sie Kleidung trägt oder ob sie einfach nur Käfer trägt. Und so wie ein, wie auf Wogen gleitet sie dahin, dünn wie sie ist und gebeugt. Nun, könnt ihr mir sagen, wie viel Platz ihr braucht für euer Ritual? Ihr müsst mitkommen. Tief. Ihr strebt in die Tiefe. Ah, gut, also wartet hier. Kehren in Bauchkt. In Bauchkt von Schiff. Ah, nun gut, dann folgt mir einfach. Ich würde sie dann runter aufs Batteriedeck führen. Guck nur, ob es leer ist, das Batteriedeck, oder ob da jemand ist. Also du siehst die wenigen Leute, die zurzeit noch Schicht haben, in die angeekelt von den Segeln herunterschauen, oder die Handwerker, die dann ihre Hämmer sinken lassen. Alle fokussieren jetzt dieses widerliche Ding. Dann würde ich sie weiter aufs Orlopdock runterführen, also noch eine Etage tiefer. Ihr dort, falls ich uns Leute noch sehe, ihr dort, geht nach oben. Wir benötigen dieses Deck für uns. Ja, du kannst die Trollzacker nach oben schicken, die ebenso die Käfermutter angewidert ansehen. Und dann ist sie gemeinsam dort unten mit dir alleine. Sie bleibt stehen, und du kannst sehen, wie die Käfer einen kleinen Tanz beginnen und im Kreise um sie im Zentrum fließen. Wie eine unwillige Rotation. Nun gut, braucht ihr etwas? Sonst würde ich mich beeilen, die anderen Mitglieder zu holen, die wir brauchen. Sie schaut dich aus ihren schwarzen Augen an. Wir müssen in Schiff. Tiefer. Tiefer. Nun, noch tiefer geht es nicht. Sie schaut dich an, dreht so ein bisschen den Kopf. Die Käfer rotieren plötzlich in die andere Richtung. Anderes Schiff. Mutter. Ah. Mutterschiff. Ah, das hätte auch gleich sein können. Nun gut. Kommt. Ich wollte sie wieder aufführen. Und ja, mit diesem kleinen Missverständnis kannst du wieder vorbei am Batteriedeck zum Hauptdeck treten. Immer noch ist von deinen Kameraden nichts zu sehen. Du weißt natürlich, dass Sulamin und Rafim noch beschäftigt sind. Du kannst leises Singen aus der Kajüte von Haswolf hören. Diamantes, zu mir! Haswolf, gleich wieder da. Kapitän will was. Hi, Kapitän. Hol die anderen. Dies ist Mutter der Tiefe. Mutter der Käfer. Das ist unsere Führerin, könnte man sagen, unsere Ritualführerin. Nun, vielleicht solltet ihr die anderen holen. Wir haben nicht allzu viel Zeit, fürchte ich. Ja, das geht schon los. Und klopft bei Rafim und Sulamin. Oh, gut. Ei, Kapitän. Ja, dann geht Diamantis erstmal überall hin, klopft bei Boltax, klopft bei Sulamin. Willkommen. Wunderbar. Ich habe nichts gehört. Ich war auch nicht lange hier. Und dann auch unten nochmal im Alchemistenlabor, wo es rausrodelt, klopft es immer an der Tür. Serpentilio, seid ihr da? Ja, gut, dass ihr da seid. Kommt rein, ich brauche euch. Ja, eigentlich braucht der Kapitän euch. Zügig, hier die Zange nehmt.
Gut, ja. Jetzt packt den Zahn und hebt ihn vorsichtig hoch. Nicht drücken, er ist porös. Was? Aber... Packen! Diese Hexe... Ja, ich mach das ja schon, aber... Sollte der nicht schon längst fertig sein? Diese Hexe ist da. Du kannst sehen, wie sich Serpentilios Haare weiß gefärbt haben. Du weißt nicht, ob das irgendein alchemistisches Puder ist, was da drin hängt, aber seine Haare sind schlohweiß. Ach, ihr Narr, bei allen 17 Erzdämonen, nicht so, nicht so! Er reißt die Zange aus der Hand, aber zu spät, der Zahn ist schon in seiner Einzel-, also in eine breiige Masse zerfallen. Nun gut, ich hätte es gar nicht erst versuchen sollen. Es ist schwierig, müsst ihr wissen, solche Dinge zu machen, ohne eine Assistentin zu haben. Ja, wenn ihr einen Assistenten braucht, vielleicht könnt ihr einen der Schiffsjungen unter eure Fittiche nehmen. Einen Assistenten, keine laufende Zeitbombe. Verzeiht, was wolltet ihr noch gleich? Ja, der Kapitän ruft uns. Diese Hexe ist da. Das scheint wohl loszugehen. Oh, verfluchte, jetzt schon. Ja, ja, lasst mich das hier nur löschen, ich bin gleich dort. Nehmt das hier schon mal mit, der drückt dir eine Kiste in die Hand. Nicht fallen lassen. Ja. Dann können wir das da einfach qualmen lassen? Ihr sicher doch, das macht nichts. Ja, wie zur Bestätigung spuckt der Kolben, auf den du gerade gedeutet hast, eine merkwürdige, propfenartige Flüssigkeit aus und landet dann leicht qualmend und brennend auf dem Alchemistentisch. Ja, er geht dann nach einem Moment des Kopfschieflegens doch ans Fenster, also an die Fensterläden, macht diese auf und stellt den Kolben auf die Fensterbank. Nur für den Fall der Fälle. Und dann geht's ab. Ja, Diamantis, wenn du dann die merkwürdige große Truhe von Serpentilio auf das Hauptdeck gestellt hast, kannst du noch einmal sehen, wie dann Raphim sich seine große, na, Uniform ist es nicht wirklich, seine Rüstung wieder ankleidet. Zu Lamin zieht er wohl noch die letzten Striemen, ja, so, dass die Rüstung sitzt. Dir fällt ein, dass du selber deine Sachen noch gar nicht geholt hast, sondern erstmal nur die anderen geholt hast. Und den jetzt aufbricht in die Niederhöllen, wäre es natürlich besser, wenn man seine eigenen Sachen dabei hat. Kapitän, ich brauche noch einen Augenblick. Ich bin sofort da und ausgerüstet. So, eilt Diamantis hoch in seine eigene Kajüte, wirft sich seine Abalone um den. Er beschaut diese ersten einige Augenblicke. Du kannst erkennen, dass auf deinem Bett wohl eine goldene Balestrina liegt. Was zum? Dann trete ich auf mein Bett zu. Gebe diese Balestrina und beschauen sie mir von allen Seiten. Sie ist herausragend gearbeitet. Absolut perfekt. Ja, dann suche ich nach irgendwelchen Gravuren. Vielleicht das ist ja ein Geschenk von Angroschnia, die sie wohl die Zeit gefunden hat, noch anzufertigen. Aber wenn ich nicht dergleichen finde. Ein großes DM ist darauf zu erkennen. Großes DM. Ja, dann kann ich nicht anders, als in mich hineinzugrinsen und mich über dieses sehr wahrscheinlich von Angroschnia Geschenk freuen, nehme ich fest an. Und ich stecke es mir an der Seite an den Hüftwechsel meiner Balestrina, die ich noch von Hurun habe, aber aus und nehme anstelle die goldene mit. Wirfe mir dann noch meine Abalone über die Schulter. Überlege, ob ich diese mitnehmen will, aber entscheide mich dann trotzdem dafür und nehme mir dann noch zur Zeit fülle ich mein Etui-Zigarren auf. Man weiß ja nie, wann man die Gelegenheit dazu kriegt, seine letzte Zigarre zu rauchen. Dann nach gut 4-5 Minuten stehe ich bereit und in voller Montur auf dem Deck bei den anderen. Verzeiht, Kapitän, hat einen Augenblick gedauert, aber ich bin bereit. Wie sieht's mit euch aus? Ich bin immer bereit. Ja, Raphim wirft dir einen giftigen Blick zu. Du hättest dich auch nicht erst anziehen können und mich dann stören. Ja. Tut mir leid, dass ich dich die zusätzlichen 4-5 Minuten gekostet habe. Ja, wird dir noch leid tun. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich denke, Zulamin und ich sollten das überleben. Was macht euch jetzt plötzlich so sicher? Nennt es gesteigerte Eigenmotivation. Nun, dann hoffe ich mal, dass diese sich auch auf die Bewahrung unseres Lebens ausweitet. Ihr könnt ja hoffen und beten.
Eines dieser Dinge werde ich tun. Aber Kapitän, ihr habt uns noch gar nicht der Dame vorgestellt. Nun, das ist die... Dies ist die Mutter der Käfer. Unser Ritualführerin. Sie wird uns dorthin bringen, wo wir nicht sein wollen. Ihr strebt in die Tiefe. Das tun wir. Jene Frau also, die uns nur mit einem Fingerschnippen in den Niederhöllen zurücklassen könnte. Nun, ich vermute, es ist mehr als ein Fingerschnippen. Nun, es ist ja auch tatsächlich nicht wirklich die Tiefe. Ich weiß, auf einer gewissen Ebene wird das Ferran-Modell natürlich wie eine, ähnlich wie Zwiebelschichten gelehrt, aber wir bewegen uns nicht tatsächlich hinab, wenn wir den Sphärenübergang überwältigen. Vielen Dank, dass wir uns über diese Tatsache aufklärt. Sie gibt einige undefinierbare, klackende Geräusche von sich, die noch keine normale menschliche Kehle imstande wäre zu erzeugen. Nun, wir wären bereit. Führt uns. Ja, während sie dort stand, hat sie wieder diesen Käfertanz aufgeführt. Die Käfer, die in Rotation um sie herum streben. Und jetzt sieht es so aus, als quellen sie aus ihr hervor, als würde sie einen Quellpunkt ergeben. Sie fließen dann wieder zurück in Richtung der Mutter, formen wieder ihr merkwürdiges Gewand, was keines ist. Und sie gehen wieder, sie schwebt und gleitet wieder über ihre Käfer zurück in Richtung der Stadt aus der Tiefe, über die Planken hinweg, über die Äste in Richtung der in Richtung der ersten großen Astlöcher, die von Schmutz und Dreck triefen, wo merkwürdiges Maglibalum ausgeharzt ist und gelbkrustig zurückgeblieben ist. Und sie springt einfach in das Loch hinein, räumt noch einige Homeria-Schalen beiseite und fängt dann erstmal an, mit ihren Fingernägeln an diesem Harz herumzukratzen, bis ihr erkennen könnt, wie dort ein Eingang ins Innere zu erkennen ist. Und während ihr dort 5 Minuten wartet, könnt ihr dann ihr zusehen und sie verschwindet dann im Inneren, in den Tiefen. Serpentejo drückt währenddessen Zulamin den Anhänger wieder in die Hand. Hier. Der Auslöser ist derselbe wie letztes Mal. Ihr erinnert euch? Oh nein, nicht wieder dieser Zungenbrecher. Nun, wir wollen ja nicht, dass versehentlich jemand anders ihn auslöst. Sagt er mit einem richtig breiten Grinsen. Ja, ich erinnere mich. Hab Dank, Mudaris. Und dann, gute Reise uns allen. Gute Reise. Ihr folgt ihr in die schmalen, labyrinthartigen Passagen, die in die völlige Finsternis führen. Einige kalte, schneidige Windböen, die dort aufsteigen, euch entgegen, durch das Gesicht schneiden. Es sieht fast aus wie ein Abwasserkanal, wie ein alter Schacht, der vor Unrat klebt, euch an die Knie reicht, wenn ihr dann hindurchkriecht. Gerade für Rafim ist es eine anstrengende Last, durch diese Adern hindurch zu kriechen. Ihr hattet sie bisher sonst nur von der Außenseite gesehen, hattet dann erblickt, wie sie vor allem auf der Gezeitenspinne, als Abel mir darauf war, hattet ihr dann das pochende Unwasser gesehen. Aber jetzt kriecht ihr selbst durch eins dieser rostigen Rohre. Ihr könnt noch Metall erkennen, was hier irgendwo angebracht ist, als würden irgendwelche Handwerker die Adern ausbessern, als ob sie irgendwelche Entzündungen dann hier kurieren könnten. Und dringt immer weiter tiefer vor in die Unterwelt der Stadt aus der Tiefe, in die Nichtexistenz nahe der Oberfläche. Es ist ein nagendes Kribbeln, was euch durchdringt, wenn ihr dann mehr und mehr in diese Manifestation hinuntersteigt, als könntet ihr sie greifen, diese Finsternis. Eure Sensorik tastet sie tatsächlich. Also nicht nur die Wände, die rostig und schattig sind, auch der Wind, der euch entgegenstreift, sondern selbst die Dunkelheit wird zu so etwas, was greifbar an euch heruntertropft.